Heute mache ich Hähnchenköln mit gehackten Tomaten. In Kokosmilch. Ich habe die Hähnchenköln noch mit Bacon umwickelt. Jetzt kommen sie in den Bratschlauch und dann kommen sie circa eine Stunde in den Backofen. Kokosmilch. Und die gehackten Tomaten. Ich habe noch etwas Lauf mit dazu getan in den Bratschlauch. Und jetzt geht's in den Backofen. Da liegen die Hähnchenkeulen mit Kokosmilch, Tomate und etwas Lauch. Die Hähnchenkeulen sind mit Bacon umwickelt. Und Tomaten, Kokos-Dip. Es war ein absoluter Hochgenuss.